Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier auf Optionsstrategien. Um was soll es im heutigen Video gehen? Und zwar, wir haben in letzter Zeit ganz, ganz viele E-Mails bekommen, Anfragen zum Thema Covered Call Writing. Und deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir hier auf dem Kanal mal eine kleine Serie machen über das Thema Covered Call Writing. Und heute wollen wir aber erst einmal klären, macht denn das Ganze grundsätzlich überhaupt Sinn? Kann man vielleicht mit Covered Call Writing sogar den Markt schlagen? All das und mehr jetzt im Video. Also Covered Calls, was ist denn das überhaupt? Wenn man es ganz simpel beschreiben möchte, dann ist das nichts anderes, als dass man sagt, man kauft eine Aktie, besser gesagt noch, man kauft 100 Stück einer Aktie und verkauft einen Call, der oberhalb dieses Preises der Aktie liegt. Und die Idee dahinter ist einfach, dass man versucht, mit dem Preisanstieg der Aktie Geld zu verdienen und gleichzeitig eben noch eine Prämie durch den Verkauf der Call-Option kassiert. Das ganze Covered Call, Covered, kommt also hin, der Call, der sonst ja ein quasi nackter Call wäre und damit ein Risiko hätte, ist in dem Falle risikofrei, weil er eben durch die Long-Position in der Aktie abgesichert ist. Das erstmal so ganz einfach beschrieben, was ein Covered Call ist. Wir werden darauf in den nachfolgenden Videos noch ein bisschen weiter eingehen. Bevor man aber so ein Thema behandelt, sollte man sich prinzipiell erstmal fragen, kann man denn mit so einer Strategie überhaupt dauerhaft Geld verdienen? Ist es besser als der Markt? Ist es schlechter als der Markt? Und da kann man natürlich, jetzt gibt es verschiedene Meinungen. Der eine sagt, jawohl, Covered Call Writing ist was ganz Tolles. Ein anderer sagt, na, das ist nicht so toll. Das Einfachste ist immer, man lässt mal die Statistik für sich sprechen. Und eine Statistik, die wir hier anwenden können und die wir schon in einem Video einmal besprochen haben, ganz, ganz lange her hier schon, im YouTube-Zeitalter geht ja alles schnell, also das wird kaum noch jemand sich angeschaut haben, dieses Video, ist, wenn wir mal einen Index hernehmen, und zwar ist das der sogenannte BXM, der Buy-Write-Index, der wird berechnet von der CBOE, also der Chicagoer Optionsbörse, an der die Aktien- und ETF-Optionen gehandelt werden. So, was ist jetzt dieser BXM? Dieser BXM, dieser Buy-Write-Index, ist nichts anderes, als dass man von folgender Situation ausgeht. Wir kaufen jeden Monat einfach den S&P 500, also den SPX, und schreiben darauf eine sogenannte Near-Term-Option. Das heißt also eine Option, die möglichst nahe am Preis liegt. Also die kann at the money sein, die kann out of the money sein, aber eben nicht allzu weit, sondern wirklich, wenn wir jetzt sagen, der S&P ist bei 2095, dann würde man, oder 96, dann würde man eben eine 2100er Call-Option schreiben. So, diese Option soll eine Restlaufzeit haben von 30 Tagen, also immer bis zum Verfall am 3. des Monats. Und das würde man einfach jetzt Monat für Monat wiederholen. Der SPX, der Index, bzw. die ETFs sind ja sogenannte Cash-Optionen. Das heißt, da kann nichts, beziehungsweise sind Optionen europäischen Typs. Da kann also nichts ausgetauscht werden, sondern am Ende fließt einfach nur Geld. So, und ihr seht mal hier einen Chart dieses BXM und da seht ihr, wenn man diese Strategie angewandt hätte, zu welcher Entwicklung es in den letzten Jahren gekommen wäre. Das ist ja ein ziemlich langer Chart, also man kann erkennen, dass es hier durchaus von, so wie ein guter Chart auch ausschauen soll, nämlich dass es von links unten nach rechts oben geht. Und jetzt wird vielleicht der ein oder andere schon sagen, naja, wenn ich mir das so anschaue, dann sieht das doch gar nicht viel anders aus als zum Beispiel der S&P. Und das stimmt natürlich. Die grundsätzliche Wertentwicklung, also das heißt von der Tendenz her, vom Trend, ist natürlich genau wie der S&P 500. Frage also, lohnt sich denn das überhaupt? Und hier im nächsten Chart stellen wir das Ganze mal gegenüber, nämlich erst einmal von der reinen Wertentwicklung. Und hier kann man sehr, sehr deutlich erkennen, dass im Laufe der Jahre der BXM, also einfach dieses ganz simple, wir kaufen den Index und schreiben eine Option darauf, den S&P sehr, sehr deutlich outperformed hat. Und jetzt nicht nur um 2-3%, sondern um mehrere 100%, wie man hier erkennen kann. Das macht also definitiv einen Sinn, wenn man eine solche Strategie anwendet. Und jetzt ist natürlich immer so die Frage, wenn man sagt, okay, der eine hat das verdient, der andere hat das verdient, vielleicht ist er ja ein höheres
Risikoeingang. Mark hat ja sehr schön auf dem Chart erkannt, dass in demselben Moment, als der S&P nach unten ging, ist auch der BXM nach unten gegangen. Vergleichen wir also mal die Drawdowns. Und ich habe jetzt hier einfach mal nur die großen genommen. Also das Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000 oder auch den Crash in der Finanzkrise 2008-09. Und wenn wir uns jetzt hier den nächsten Chart anschauen, dann sehen wir, dass eben an dieser Stelle auch wieder so eine ganz simple Methode wie dieses Buy Right, also einfach nur kaufen, Call darauf schreiben, den Index enorm outperformt, nämlich in dem Falle mit einem deutlich geringeren Drawdown. Und es ist schon eben ein deutlicher Unterschied, ob ich 30 oder 40% verliere, ob ich 40 oder 50% verliere. Und die Frage ist, wo kommt denn das jetzt her? Und ich glaube, am Drawdown lässt es sich relativ leicht erklären. Es ist natürlich so, dass wenn wir eine Option schreiben direkt am Geld und der Markt fällt jetzt nach unten, dann verdienen wir natürlich die ganze Prämie dieses Calls und reduzieren damit natürlich den Verlust, den der S&P nach unten macht. Es ist nicht so, dass wir den komplett kompensieren. Nein, gerade in solchen Crashphasen ist der Verlust natürlich immer noch da, aber eben bei weitem nicht so hoch. Und auf Dauer gesehen macht sich das eben enorm bemerkbar. Und daher kommt auch die Überrendite eigentlich nicht so sehr aus den Zeiten, wo es sehr, sehr stark nach oben geht, sondern sie kommt aus den Zeiten, wo es sehr stark nach unten geht. Und es ist immer so, viele Trader glauben am Anfang immer, oder viele Investoren, dass man das meiste Geld macht in den Phasen, wo es nach oben geht. Langfristig betrachtet gewinnt aber der, der in den Phasen, wo es nach unten geht, am wenigsten verliert. Und deswegen ist eben so eine Strategie sehr, sehr ertragreich, genau oder gerade eben, wenn es nach unten geht. Das alles heute hier mal nur so ein wenig als kleine Einführung in das Thema Covered Call Writing. Denn der Buy Write Index ist ja nichts anderes als dieses Grundprinzip, kaufe eine Aktie oder kaufe einen ETF und verkaufe darüber Calls zum Ausdruck bringt. Wir werden in den nächsten Videos dann mal untersuchen, was sind denn die Vorteile, was sind denn die Nachteile von Covered Call Writing, was für verschiedene Strategien gibt es denn da auch. Denn Covered Call Writing ist eben nicht gleich Covered Call Writing. Es gibt Strategien, die man in Bullenmärkten umsetzen kann. Es gibt Strategien, die man in Bärenmärkten umsetzen kann, die für einen Trader interessant sind, die für einen Langfristinvestor interessant sind. Das heißt also, das Instrument Covered Call ist sehr, sehr flexibel. Man kann sehr viele verschiedene Sachen damit machen. Und all das werden wir in den nächsten Videos einfach mal hier besprechen. Wenn ihr jetzt schon Fragen habt zum Thema Covered Call Writing, dann schreibt mir das Ganze bitte in die Kommentare, weil dann kann ich das gleich in die nächsten Videos mit einbauen. Schreibt mir auch mal eure Erfahrungen, die ihr habt. Macht ihr Covered Call? Wann macht ihr Covered Call? Wie schätzt ihr das Ganze ein? Habt ihr gute oder schlechte Erfahrungen gemacht? All das hier in die Kommentare. Und da wir jetzt schon so viele sind, erwähne ich es nur noch mal am Rand. Falls ihr noch kein Abonnent seid, abonniert das Ganze. Es kostet euch nur einen Klick und ihr verpasst kein einziges Video mehr. Das war's für heute von mir. Ich wünsche euch bei allem, was ihr tut, egal ob mit Covered Calls oder mit allen anderen Strategien, viel Erfolg an den Märkten. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Servus, macht's gut. Bye, bye.